Natürlich gab es auch im militärischen Bereich den Wunsch, die neue Telefontechnik einzuführen und natürlich für die militärischen Zwecke auch zu nutzen. Und so werden wir uns heute nicht nur um Feldtelefone, hier sehen wir schon mal ein Beispiel, sondern natürlich auch um die Vermittlungstechnik kümmern. Ja, und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, wie ihr hier schon sehen könnt. Also das ist das Thema von heute. Beginnen wir praktischerweise mal mit den Feldtelefongeräten. Und das, was ihr hier im Bild seht, ist schon Bundeswehr. Ne? Also einige Jahre später als die ersten Feldtelefone. Aber ich habe bewusst jetzt mal diese Geräte angeschlossen, um einfach mit diesem Klappschrank, den ihr hier schon im Bild gesehen habt vorhin, so ein wenig operieren zu können, und dazu brauchte ich funktionstüchtige Geräte. Ja, gehen wir mal ins Detail, und wir sehen hier einmal die beiden Anschlüsse, Leitung A, Leitung B. Darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen. Rechts daneben eine Prüftaste, um also das Telefongerät in sich nochmal prüfen zu können. Wir sehen hier ein Batteriefach, ja, wo im Grunde hier Standard Batterien im Grunde vorgesehen waren. Na, da sehen wir es, zwei dicke Batteriezellen und Plus- und Minusanschluss unten. Und das Ganze gehört dann hier in diesen Steckfach hinein. Und wir sehen, dass das ganze Fach wasserdicht, wunderschön wasserdicht ist. Also auch bei Regen oder Schnee hier eigentlich so viel nicht passieren kann, wenn ich die Batterien tausche zum Beispiel. Für spätere Erweiterungen hier eine Kontaktschleife und hier vorne im Grunde zum Auflegen des Hörers dann schließlich die Gabel. Und diese Gabel würde wirklich sicherstellen, dass der Hörer wirklich komplett vom Gerät abgetrennt wird. Das hat den Hintergrund, dass man natürlich, wenn die Leitung geknackt wird, im Grunde hier abhörsicher wird. Dadurch, dass diese Schaltgabel im Grunde quasi den Hörer komplett vom Gerät abtrennt, abgesehen von der internen Klingel natürlich, ist man darüber abhörsicher, wenn dann auch der Hörer nach einem Gespräch sicher aufgelegt wird. Ne? Ansonsten haben wir im Hörer natürlich das, was wir so standardmäßig auch kennen, aber hier eben eine sogenannte Sprechtaste, ja? Sodass also tatsächlich nicht beide gleichzeitig vor sich hin brabbeln, sondern möglichst nur der, der gerade etwas zu melden oder zu sagen hat, hier zu Wort kommt. Ja, die Drehkurbel an der Seite, das ist bei Feldtelefonen ja üblich. Bei diesen neueren Modellen können wir diese Drehkurbel schon einklappen. Also da kann eben dieses seitlich hier zu sehende Fach im Grunde die Drehkurbel untergebracht werden. Die brauchen wir nicht mehr wie bei den ersten Feldtelefonen noch abschrauben. Das hat sich hiermit erledigt. Wir finden auch hier für Stöpselzwecke noch eine sogenannte Stöpselleitung. Und was wir hier vor allen Dingen finden, das sind dann die Schaltpläne für das Gerät. Das ist natürlich im Reparaturfall auch eine schöne Hilfe, wenn wir sowas direkt parat haben. Den Tragriemen brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Ne? Standardriemen. Und fertig ist die Maus. Dieses Gerät ist jetzt hier an einem Klappenschrank angeschlossen, als Teilnehmer 1. Und wir haben auch am Klappenschrank angeschlossen den sogenannten Abfrageplatz. Und dazu verwendete man im militärischen Bereich natürlich die gleichen Telefone, sprich die Feldtelefone. Ne? Also ich habe hier quasi auf dieser linken Seite nochmal ein weiteres ja, Feldtelefon. Ja, gehen wir mal rüber zu dem Klappenschrank und gucken uns das in Ruhe an. Und dann sehen wir also, dieser Klappenschrank wäre in der Lage, 10 Fernsprechteilnehmer wieder zu verwalten. Sowas hatten wir schon im letzten Film mal gesehen, als kleine Nebenstellenanlage. Und wir könnten hier auch externe Klingeln noch unterbringen, damit also ganz sichergestellt wird, dass wir dann auch einen eingehenden Ruf auch wirklich hören. Ja. Hier ist eine Rückstelltaste, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist also erstmal das, was wir von oben so sehen können. Ja.
Die Kabel, also die sogenannten Steckverbinderkabel, stecken hier unten in der unteren Etage sozusagen unseres Klappenschranks. Die werden also einfach hier quasi hineingelegt und vor Betrieb müssen wir sie natürlich hier entsprechend wieder erstmal herausnehmen. Und dann haben wir eben die 10 Stöpselmöglichkeiten, wie ihr hier schön erkennen könnt. Und hier sind sogenannte Blindstöpsel. Das heißt also, wenn ich die Kabel nicht so bammeln lassen möchte, wie hier jetzt zu sehen, könnte ich sie auch blind hier vorstecken, ohne dass elektrisch, also in irgendeiner Form, dieser Teilnehmer jetzt hier, das ist Teilnehmer 1, dass dieser Teilnehmer jetzt mit irgendjemandem verbunden wäre. Als Transportsicherung, damit die Klappen nicht beschädigt werden, kann ich dieses Beschriftungselement nach oben schieben und hier wieder rechts und links arretieren, dass es mir nicht wieder runterfällt. Und im Grunde kann ich das immer wieder abwischen mit einem feuchten Lappen hier und neu beschriften. Das ist das, was wir später ja auch als Weißtafel im schulischen Betrieb zum Beispiel oder bei den Vorlesungen schon kennen. Na, und die eigentlichen Klappen, also wer hat ein Gesprächsbedürfnis, diese Klappen befinden sich hier. Das für 10 Teilnehmer sind, haben wir natürlich auch 10 Klappen. Und wir können jeweils das Gespräch auch quasi übernehmen. Also wenn wir gesehen haben, eine Klappe ist abgefallen, weil es hier ein Gesprächsbedürfnis gibt, dann kann ich jetzt hier auf meinen Abfrageplatz diesen Teilnehmer natürlich durch Drücken dieser Tasten im Grunde jetzt hier annehmen. Ne? Das kann ich sogar in Konferenz machen, dass ich eben im Grunde hier 2 Tasten gleichzeitig drücke, sodass also auch ein weiterer Teilnehmer gleich am Gespräch mit teilnehmen kann und mithören kann vor allen Dingen auch. Ne? Ja, und das machen wir jetzt mal einfach. Wir nehmen das Ganze in Betrieb für Erweiterungen. Das heißt, einen zweiten Klappenschrank hat man hier eine entsprechende Schnittstelle vorgesehen. Ne? So sind wir also auch hier in der Lage, dann, wenn wir mehr als 10 Teilnehmer haben, einen weiteren Klappenschrank einfach im Grunde da noch mit anzuschließen und dann die Funktion auf diese Art und Weise natürlich erweitern können. Also das ist schon recht gut gemacht. Ne? Alles in schöner Holzoptik. Ich erwähnte ja schon meine Vorliebe für Holzoptik, ne? Und eben alles auch von der Seite her mit diesen Verriegelungselementen hier wunderschön gesichert und für den schnellen Einsatz im Feld im Grunde vorbereitet. Ne? Ich klappe das mal wieder zu, kann also jetzt meine Teilnehmer hier erstmal in diese Blindlöcher stecken, damit die Kabel nicht so rumbammeln. Das mache ich gleich. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was jetzt passiert, wenn der Teilnehmer 1, ja, hier vorne war ja das Feldtelefon des Teilnehmer 1, wenn der jetzt ein Gesprächsbedürfnis hat. Und dazu bediene ich jetzt hier die Kurbel an der Seite. Ja, ich hoffe, man kann das erkennen. Und in dem Moment, wo ich die Kurbel betätige, müsste die Klappe hier abfallen. Da sehen wir sie. Na? Also wir wissen, aha, Teilnehmer 1 hat jetzt ein Gesprächsbedürfnis. No. Ich kann dieses Gesprächsbedürfnis jetzt im Grunde übernehmen, indem ich quasi das Gespräch zuteile und damit habe ich jetzt den Teilnehmer hier auf meinem Abfrageplatz. No. Und auch die Glocke würde läuten, wenn ich jetzt natürlich hier nochmal im Grunde als Teilnehmer mit Gesprächsbedürfnis die Kurbel betätigen würde. No. Und so ist das Gespräch jetzt hier erstmal zum Abfrageplatz quasi hergestellt worden. Und wenn wir jetzt die Vermittlung weiter vollziehen sollen, dann nehme ich vom Abfrageplatz 1 natürlich den Steckverbinder und stecke ihn dort auf, wo jetzt im Grunde das Gespräch hier weitergeführt werden soll. Zum Beispiel hier bei Teilnehmer 9, dann stecke ich im Grunde jetzt hier meine Verbindung auf den Teilnehmer 9 und kann jetzt mit meinem Abfrageplatz den Teilnehmer 9 natürlich auf das Gespräch aufmerksam machen. Also im Grunde durch Betätigen der Drehkurbel im Grunde jetzt hier das Gespräch eröffnen. Ja, so möchte ich das mal bezeichnen. Also eine ganz raffinierte und vor allen Dingen sehr robuste Technik. Also ich finde die Art, wie man hier konstruiert hat, hochinteressant.
Das Militärische interessiert mich eher wieder weniger. Aber die Art, wie kriege ich eine Konstruktion so hin, dass sie also eben im extremen Einsatz im Feld, also bei Wind, Regen und Schnee, denn tatsächlich auch noch sicher funktioniert und keine Mätzchen macht. Ne? Ja, und wenn ihr aufmerksam geschaut habt, dann seht ihr schon, das ist ein erster Klappenschrank, ja, ein erster, weil das ist so um die 1935 etwa in den Jahren gebaut und konstruiert worden. Und wir sehen hier schon den Nachfolger, der dann OB schon als Bezeichnung hat. Und dieser Nachfolger sieht schon etwas anders aus. Er ist nämlich etwas größer und hat auch eine etwas raffiniertere Technik. Dieses Gerät schauen wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen näher an, also das OB-52. Konstruktiv also der Nachfolger, ja, und da sehen wir so ein bisschen, was hat sich im Design verändert, vom Tragegurt schon angefangen, bis hier zu den entsprechenden Befestigungen für die untere Etage, also die Kabelablage hier unten. Und was sich besonders geändert hat, sind hinten die Anschlüsse, man geht nämlich jetzt auf Bananenbuchsen über, ne? Also nicht mehr diese Klemmeinrichtung, wie wir es gerade noch gesehen haben, sondern jetzt arbeitet man plötzlich mit dieser Bananensteck-Technik. Ja? Ja, ist halt anders, ne? Aber deswegen auch die gleiche Funktion nach wie vor noch. Ne? Ja, auch hier natürlich wieder die entsprechenden Weißtafel-Beschriftungsfelder natürlich. Und die Knöpfe haben sich jetzt bei diesem Modell etwas verändert. Ich habe also jetzt hier eine andere Form dieser Druckknöpfe. Ansonsten ist das Gerät in der Funktion, wie vorhin schon gesagt, gleich. Ne? Ja, um eben zwei Gesprächspartner direkt oder unmittelbar oder dauerhaft miteinander zu verbinden, wie hier den Teilnehmer 6 und 7, dazu gab es natürlich dann auch diese Kurzschlusssteckbrücken, sodass dann dauerhaft eben diese Verbindung zwischen 6 und 7 zum Beispiel hergestellt ist. Ja, also mit dieser Technik. Der Kurzschlussbrücken im Grunde. Das machte man vor allen Dingen natürlich, wenn ja hier Weiterverbindungen, also über diese Vermittlungsstelle hinaus, also Verbindungen dann natürlich zu weiteren Vermittlungsstellen ständig stehen sollten, dann war das also eine Möglichkeit, so die Verbindung herzustellen. Also eine ganz raffinierte Technik. Ne? Und wir gucken uns jetzt noch ein paar alternative Endgeräte an. Und ich denke, dann haben wir auch dieses Thema recht gut dargestellt. Ja, das, was hier jetzt im Bild zu sehen ist, passt natürlich besser historisch zu dem Klappenschrank, den ich euch gerade noch dargestellt habe. Hier ist also ein Original-Wehrmachts-Feldtelefon, schon in der Bauart viel einfacher, wie das, was wir uns von der Bundeswehr vorhin angeschaut haben. Also es ist nicht besonders wasserdicht, das seht ihr schon am Batteriefach, wo es nun locker reinregnet oder auch rein schneien kann. Die Kurbel ist nicht einklappbar, sondern sie muss abgezogen werden und wird dann schließlich hier in diese Lochhalterung gesteckt und sitzt dann hier oben beim Transport sozusagen im Deckel. Ansonsten die beiden AB-Anschlüsse, das ist ja nicht weiter aufregend, die entsprechende Sprechgarnitur und natürlich hier wieder die Drucktaste, wenn ich das Gespräch aufnehme, also was zu erzählen habe, ist die Taste zu betätigen. Ansonsten geht natürlich dieses Gerät auf Hörbetrieb. Ja, eigene Klingel hat sowieso, das ist ja klar, eine Prüftaste haben wir wieder. Das ist jetzt auch nicht anders wie vorhin noch gesehen. Und ja, was hier auf jeden Fall deutlich fehlt, ist im Grunde die Gabel. Ne? Nämlich die Gabel, um den Hörer einzuhängen. Ne? Also die späteren Erkenntnisse waren ja die, dass die Abhörsicherheit dieser Feldtelefone erhöht werden kann, wenn eben der Hörer komplett vom Gerät getrennt wird, indem ich den Hörer ordentlich auf so eine entsprechende Gabel absetze. Ne? Also das fehlt in dieser Variante, die wir also hier jetzt im Bild gesehen haben, noch völlig. Mit Einführung des Impuls-Wählverfahrens gab es später, also wirklich später,
auch noch diesen Amtszusatz für den kleinen Klappschrank, ja. Und im Grunde gehen diese Leitungen dann direkt da, wo jetzt hier gerade mein Abfragetelefon, das hatte ich euch ja schon gezeigt, quasi verbunden war. Und da muss ich eben mein Telefon jetzt hier an der Stelle hier anschließen. Also im Grunde wird die Leitungsstrecke hier nach hier rüber gebrückt und erweitert. Ja, und ja, die Amtsleitungen kommen jetzt natürlich hier drauf, inklusive Wecker, externe Klingel oder was man immer auch noch mal hier anschließen wollte. Für die Bundeswehr-Telefone gab es auch eine Wählscheibenerweiterung, auch das zeige ich euch noch. In den späteren 60er und 70er Jahren wollte man natürlich auch sicherstellen, dass ein ganz normales Feldtelefon, wie hier dieses Bundeswehrtelefon, was ich euch ja schon gezeigt habe, an dem normalen Telefonnetz natürlich angeschlossen und integriert werden kann. Und dazu gab es eben mit diesem Impuls-Will-Verfahren hier eine entsprechende Erweiterung als Modul, die ich, das werde ich euch gleich zeigen, oben auf das Gerät einhaken kann. Und mit diesem Anschlussbrettchen, was wir hier jetzt sehen, wird diese Verbindung mit dem Feldtelefon einfach hergestellt. Das heißt also, ich klemme im Grunde meine Leitung an der Stelle ab, klemme diesen kleinen Untersatz darunter und setze im Grunde die Leitung hier wieder auf. Ne? Hier der Erdanschluss übrigens. Ne? Ja, also das ist einfach so, um eben mit dem Impuls-Wähl-Verfahren auch dieses Gerät jetzt im Grunde hier eine Erweiterung zuführen zu können. Ne? Ganz interessant ist auch bei diesen Bundeswehrgeräten, dass man den Klingelton in verschiedenen Lautstärken hier durch den Schalter ja beeinflussen konnte, nämlich ganz leises Klingeln, um nicht zu sehr auf sich aufmerksam zu machen, und eben die große Klingel, wenn ich hier nach links schalte. Ja, und so sieht das denn sozusagen als Abschlussbild dann komplett einsatzfähig aus. Also diese Wählscheibe ist jetzt hinten eingehängt hier. Und damit kann ich sicher wählen, ohne dass hier irgendwas rappelt oder wackelt. Den Deckel kann ich zumachen, weil die Kabel hier wunderschön herausgeführt werden. Vorne in der Gabel liegt jetzt mein Telefonhörer. Und damit ist im Grunde hier ein ganz normales Fernsprechgerät gegeben. Ja, ich denke, das war's mal wieder für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hoffe, dass es für euch interessant genug war. Und dann würde ich sagen, Ade und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.